wirklich so oft so in Gesprächen, du programmierst? Nein, du programmierst nicht. Doch, ich programmiere. Ich würde sagen, dass Gesundheitselektronik die Schnittstelle zwischen Programmieren, Medizin und Elektrotechnik ist. Ursprünglich wollte ich eigentlich Medizin machen, aber hatte schon immer ein bisschen Interesse an auch der technischen Seite. Und der Studiengang vereint beides eigentlich sehr gut. Und deswegen dachte ich mir, passt perfekt. Also wir haben zu Elektrotechniklabor, Digitalelektronik und bauen eine Digitaluhr auf. Es ist einfach mal ein bisschen dieser technische Background, den man bekommt. Und man könnte es natürlich anwenden auf andere Bereiche, eben zum Beispiel so Fitness-Checker-Uhren. An diesem Projekt sieht man ganz schön, wie die Medizin mit der Elektronik verbunden ist. Und zwar ist der Controller mit verschiedenen Sensoren verbunden und die Daten werden dann über die Sensoren eingelesen und auf dem Board verarbeitet. Und passend dazu haben wir auch noch den Programmierquelltext, der dann auch auf das Board geladen wird und so arbeiten alle Aspekte zusammen. Wir leben in einer Welt, die durch technischen Fortschritt, eine alternde Gesellschaft und zunehmendes Gesundheitsbewusstsein geprägt ist. Deshalb wird auch die Gesundheits- und Medizintechnik immer bedeutender und die Elektronik spielt in den entsprechenden Geräten und Systemen eine zentrale Rolle. So werden in der Früherkennung, der Diagnose und bei Therapien von Erkrankungen elektronische Komponenten wie zum Beispiel Sensorik, Messtechnik, Signalverarbeitung und bildgebende Verfahren eingesetzt. Aber auch in mobilen Geräten zur Überwachung des allgemeinen Gesundheitszustands findet sich immer mehr Elektronik. Diese wird verstärkt beim Telemonitoring verwendet und soll Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Wearables wie Activity Tracker oder andere tragbare Systeme werden für ein gesundheitsbewusstes Leben konzipiert und auch im Alltag immer häufiger genutzt. Im Studiengang Gesundheitselektronik der HTW Berlin lernst du all diese Bereiche mitzugestalten sowie gesundheitselektronische Geräte und Instrumente zu entwickeln. Neben ingenieurwissenschaftlichen Kenntnissen und Programmierung werden auch Grundlagen der Medizin Teil deines Studiums sein. Damit bist du fit für den Einstieg in eine ganz besondere Branche, die Technik entwickelt, um Erkrankungen zu erkennen, zu behandeln und Gesundheit und Leben zu erhalten. Eine Voraussetzung für diesen Studiengang ist auf jeden Fall Begeisterungsbereitschaft. Ich bin auch in diesem Studium ohne jegliche Programmier- oder Elektrotechnik-Vorkenntnisse reingegangen. Was mir sehr gut an der Hochschule gefällt, ist, dass wir relativ kleine Kurse haben. Es ist nicht vergleichbar mit den Universitäten, in denen 600 Leute in einem Hörsaal sitzen. Es ist alles viel persönlicher, gar nicht so anonym. Man hat einen Bezug zu den Dozenten, die Dozenten helfen einem. Mir gefällt besonders, dass man in den Laboren die eigenen Ideen mit einbringen kann. Also dass dann wirklich auch das Projekt zu Ende gebracht wird und wir die Ergebnisse auch direkt sehen können. Dass ich viele neue Seiten in mir kennengelernt habe. Ich habe Interessen für Programmierung entwickelt, für eingebettete Systeme oder Mikrocomputertechnik. So, was ich vorher gar nicht von mir erwartet hätte.